Muses, Sexton, ein neues Spiel, ein neues Glück. Das Spiel ist auch Teil von Adventure Jam 2016, da konzentriere ich mich im Moment ein bisschen drauf, spiele so ein paar Spiele davon. Und das Spiel klingt sehr interessant, man ist halt ein Grave Digger, ne? Der halt die Leute beerdigt, aber man ist halt nicht irgendwie so einer von der Scheißsorte. Als ob Gravedigger immer. Entschuldigung, warte mal kurz. Das wolltet ihr hören. Frosch im Hals. Ja, als ob so Gräber immer fiese Leute wären. Sind sie natürlich nicht. Aber oft denkt man ja bei so Friedhofsgärtnern oder Leuten, die am Friedhof arbeiten, dass sie irgendwie. Ne, irgendwas Mieses haben, so zwielichtige Gestalten sind. In diesem Fall ist man aber, glaube ich, ein sehr netter Grabgräber. Weil man macht sich halt Gedanken und man muss halt Grabinschriften schreiben, indem man sich umguckt und dann halt dementsprechend sich inspirieren lassen muss, um Schriften auf einem Grabstein zu schreiben. Klick to start. Mann. Voll den Frosch im Hals. So. Ich habe meine Schaufel schon dabei. Das ist gut. Es ist wirklich sehr schneuig hier, ne? Sehr verschneit hier. What was that? Irgendwie war hier gerade irgendein Zeichen oder so. Mein Cursor ist groß geworden. Keine Ahnung. I don't get it. Kann ich irgendwie. Ja. Scheiße, ich hab mir nicht mehr durchgelesen, wie die Steuerung ist, aber das kriege ich ja vielleicht noch raus. Oh, das fängt aber schon mal nicht gut an mit dem Galgen hier. Ich glaube, das wäre ein komplett nettes Spiel. Das ist ein nettes Spiel. Das ist ein nettes Spiel. Ich kann auch nichts für meinen Job. Ich muss ja halt. Ich muss doch. So, was haben wir hier? Hier kann ich graben. A single soul cursed by time itself died of love to the rise of a star. 1847 bis 2016. Eine einzelne Seele verflucht von der Zeit selber. Starb an Liebe zu dem Aufgehen eines Sterns. Okay. Also ich kann hier irgendwie graben. Graben. Okay. So, was heißt das jetzt? Ich weiß nicht. Ist das gut oder ist das gut? Ich dachte, ich kann noch irgendwie die Inschriften verfassen. Irgendwas habe ich da gelesen. Ich muss die Inschriften verfassen. Aber jetzt gerade? Naja, aller Anfang ist schwer. Es ist heute mein erster Tag als Grabgräber. Und das heißt, ihr müsst auch ein bisschen Geduld jetzt mit mir haben, bis ich das Spiel richtig gecheckt habe. Außer ihr wollt, dass ich nochmal kurz aufhöre und auf Gamejolt gehe. Da habe ich aber auch jetzt gerade keinen Nerv zu. Ich hab doch da. Nein, ich will hier nicht hängen bleiben. Ah, gut. Laufen kann man auch, wenn man Shift gedrückt hält. Das ist schon mal klasse. Muss mich ja erstmal hier überall umgucken. Überall stehen Gräber mit einem. Aber nicht an. Hier, so wie hier. Särge. Aber nicht an. Verstehe ich nicht. Särge. Nicht in ihren Gräbern. Da oben auch einer. I don't get it. Mann! Ich werde doch nicht krank. Hier kann ich graben. So, ich habe gegraben und jetzt? Wieso kann ich denn hier graben?
Nee, ich muss mal kurz nochmal nach der Steuerung gucken. Eine Sekunde, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. So, also was steht auf der Seite? Man hat irgendwie so eine Art kleine Karre oder so, oder eine Schubkarre oder irgendwie sowas. Da kann man hinten Särge draufpacken. Man kann auch mit der Karre fahren. Und ich muss die Säge halt irgendwo vergraben und dann Grabinschriften verfassen. Also mich inspirieren lassen. Scheiße. Aber ich muss jetzt nochmal gucken, ob ich irgendwie anscheinend vergessen habe. Irgendwie, da oben ist der Wagen. Den kann ich anscheinend irgendwie mitnehmen. Schon mal kicken jetzt. So. Eine Sekunde. Mal gucken. Da sind die drei Särge drauf, die ich eingraben muss. Drei Särge sind es, oder? Drei, eins, zwei, drei. Letzte Chance vorbei, können auch vier sein. Ich hoffe, ich bleibe jetzt nicht hier hängen. Gut. Jetzt suche ich mir mal irgendwo einen schönen Platz. Und dann werde ich mal schön einfach hier bei den Bäumen ist mein erster Platz. Denke ich mal. So. Jetzt kann man überall auf dem Boden, habe ich vorher nicht gerafft, egal wo ich hier so, ne? Kann ich ein Grab graben. Das mache ich jetzt hier, zack. Ja, zum Glück habe ich mir nochmal schnell auf Gamejolt angeguckt, wie die Steuerung ist, was die Herrschaften sich da vorgestellt haben. Weil, sonst wäre ich jetzt auch sinnlos hier durch die Gegend geflitzt, ne? Kann ich mir jetzt den Sarg. Zack. So, irgendwo hier war das Grab. Jetzt klopfe ich den Sarg da rein. Zack. Na? Ach komm, bitte. Yes! Es hat funktioniert. Und jetzt? Nein, ich will nicht graben. Ach so. Ach so, ich muss natürlich wieder zugraben. Was ist das? Mann. Nochmal eine Sekunde, ich muss mal was trinken. So, hier sind wir wieder. Alles außer Essen für die Pinienwurzeln. Grüne Nadeln, um dieses Herz zu piercen. Und schneebedeckte Pinien. Nee, Pinien hier. Tannen, bin ich blöd. Richten ihre Verbrechen. Ich versteckte mich vor ihr im Wald. Unsterbliche Bäume, die Zeugen dieses Rituals sind. Kehrt zur Natur zurück, meine Geliebten. Ja, komm, nehmen wir mal das. Das hört sich sehr neutral an. Obwohl, ich will ja jetzt auch nicht, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, sie. Ich kenne sie ja nicht. Ich kann ja nur von dem, was ich jetzt hier lese, irgendwie ausgehen, dass derjenige, der da tot ist, irgendwie vielleicht ein Verbrecher war und so.
hier ist His Heart und Her Crimes. Return to Nature, meine Geliebten. Ja, nehmen wir mal das. Wahrscheinlich ist es... Weiß auch nicht, ob das jetzt gut ist. Anscheinend ist das nicht so gut. Kommt kaum raus. Na! Okay, ich muss vielleicht mehrere Sachen dahin schreiben. Das ist anscheinend alles, was ich so jetzt so an Inspiration zusammenkratzen kann, hier an, vom Ort her und so. Ach, mir egal, die unsterbliche Bäume, die Zeugen des Rituals sind. Und noch einen anscheinend mindestens. Kommt den hier noch? Okay, ich glaube, das war Nummer 1. Wie gesagt, ich muss ja noch üben. Kehre zurück zur Natur, meine Geliebten. Kehr zurück zur Natur, meine Geliebten. Unsterbliche Bäume sind Zeugen dieses Rituals. Alles außer Nahrung für die Tannenwurzeln oder so. So, weiter geht's. Ja, nochmal. Ziehen wir mal ein bisschen weiter in irgendeine andere Richtung. Noch zwei. Noch zwei. So, einen hier. Gucken wir mal da hinten. Auch wieder an den Bäumen in der Nähe von der... Von dem Indianerlager oder was das hier ist. Indianerlager. So, hier. Zack. Bleib stehen. Karre. Sag ich doch. So, jetzt brauchen wir einen Sarg. Once again, we need a Sarg. Sarg. Der zweite. Ich hoffe, das war's dann noch. Ich hoffe, danach ist Feierabend hier. Feierabend hier, du. Zack, da rein damit. Zuschaufeln. Drei. So, jetzt dürften wieder überall diese komischen Dinger hier auftauchen. Sein Kopf schlug auf dem festen Grund auf, wo er sich immer vor Daddy versteckt hat. Ihre Ketten in den 1000 Stücke zerschmissen. Sie war aus Stein gemacht. Ihre Sünden versteckt neben einem Felsen. Ich werde ihn oder denen einen Grabstein meißeln. Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung, einmal so. Es wird sich dann nachher vielleicht noch wie eine Geschichte an, die man daraus basteln kann oder muss. Ich weiß auch noch nicht. Ich glaube, irgendwie mache ich es noch nicht ganz richtig, aber... Was haben wir denn bis jetzt? Ich werde ihnen oder denen oder wie auch immer einen Grabstein herstellen, meißeln, Skulpt. Und zwar da, wo sie sich immer vor Dad versteckt haben. Ach, egal, und ihre Sünden versteckt neben einem Felsen.
das ist der Felsen hier. So, weiter geht's. Noch einer, dann ist Feierabend. Oh, da hinten sind auch Felsen. Nein, nein. Nein. Ach, ist das schwer mit dem Kasten. Nicht so einfach mit dem Kasten. Man kann nicht rückwärts lenken. Da oben war ich auch noch nicht. Wenn man da irgendwo hochkommt. Ich versuche mal noch irgendeine ganz andere Geschichte zusammenzubasteln. Das wäre eigentlich ganz schön, irgendwo an irgendeinem durchgeknallten Ort jemanden zu begraben. Ich glaube, ich... Oh gut. Bisschen vereinfacht, dass man hier schön langfahren kann. Das ist gut. So, hier werde ich noch einen begraben. Direkt neben dem... Erstmal graben. Graben. Sarg befüllen. Ich meine Loch befüllen mit Sarg. Ja, heute noch? Wie gesagt, gleich ist Feierabend hier. Feierabend, Junge. Nein! Kennt das nicht als... Wieso wird mein Loch nicht als Grab erkannt? Ich kann den da nicht... Ah, ah. Doch, da war es kurz. Da war doch... Der Dingerin. 1, 2, 3. So. Ja. Ich hab's leider nicht geschafft, tut mir auch leid. Ah, das geht doch. Wo hab ich ein Glück, ey? Dann hätte ich es ja eben doch schon geschafft. Okay, sein Nacken zerbrach. Und... Haschte die Stadt. Ich bin so blöd, ne? Haschte the town, toll. Daddy nahm die Schuld auf sich. Ich wünschte, ich wäre der Hängende selbst. Also ich wäre selber derjenige, der gehängt wird. Mein Leben startete, als sie ein Ende in ihres setzen. Also mein Leben startete, als sie ihres beendeten. Ihre hängenden Körper, toten Körper, haben immer noch, schauten weiterhin mich an. Vielleicht hänge ich mich selbst auf, nachdem ich fertig bin. Das sind aber harte Sachen. Ich muss jetzt irgendwas davon nehmen, ne? Seinen Nacken. Ja, Daddy nahm die Schuld auf sich. Ich wünschte, ich wäre selber der Gehängte. Derjenige, der einen aufhängt, Hangman, aber ich glaube, Hangman ist natürlich. So. Ich glaube, ich bin fertig. Jetzt steht auf Game Jolt, wenn man fertig ist, dann geht man durch die große Tür. Da. Oh, die ist auf. Dann gehe ich mal da durch. Gucken wir mal, was passiert. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden wahrscheinlich. Ich kehre zur Natur zurück, geliebt von nun, ne? Von gar keinem? Keine Ahnung. Unsterbliche Bäume.
die diesem Ritual Zeuge sind. All but food for the pines. Gar nichts davon. Ja, ich kehre zur Natur zurück. Es hört sich so nett an. Noch ein Grabstein. Ist er für mich? Ich habe mir selbst einen Grabstein gemeißelt. Meine Sünden neben einem Felsen versteckt. Ich war von Steinen gemacht. I returned to nature of my... I was made of stone. Das reimt sich fast. Ach, ich wünschte, ich wäre der... Ich weiß jetzt auch nicht, was das soll. Das ist nochmal, glaube ich, best of von dem, was ich vorher da gezaubert habe, ne? Das war's? Das war's? Oder ist das Spiel wieder abgestürzt? Keine Ahnung. Was? Wieso bin ich denn jetzt hier auf irgendwie... Egal. So, ich denke mal, das war das Ende vom Spiel. Ja, ich denke mal, das ist ein Spiel, über das man erstmal nachdenken muss, das man mal sacken lassen muss und in das man viel reininterpretieren kann. Aber eigentlich auch gar nicht mal so schlimm. War auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Puh.